Salvia Tutti. Kommen wir mal zu einer Aktie, die habe ich in meinem Leben noch nie analysiert. Also zumindest nicht als Film. Irgendwann mal drüber geschaut, aber auch noch nie gehandelt. Das ist PayPal. Ich finde, da lohnt sich mal ein Hingucker. Das hier ist der Wochenchart. Ihr seht, von wo die kommen. Die kommen von 300 und waren runter bis rund 50. Also auf, wie gesagt, Wochenchart. Wenn ich auf Wochenbasis diesen Trend hier so anlege, ist das ein auf jeden Fall wichtiger Trend. Einmal, zweimal, drei, vier, fünf, sechsmal bestätigt. Dieser Trend liegt heute hier und jetzt bei 64,58. Aber wir werden es gleich im Tageschart ein bisschen deutlicher sehen. Von der Technik her sind die über den Trendfolger völlig neutral, was normal ist, denn hier ist ja nichts. Das ist eine Seitwärtsbewegung, ja. Zwar ein bisschen breit, aber echt, aber es ist eine Seitwärtsbewegung. Aber die werden positiver über den Oszillator. Und das sieht nochmal ganz anders aus im Tageschart. Jetzt vergessen wir mal hier oben den hier. Den nehme ich mal raus, löschen. So, und jetzt kann ich hier mal so einen Kurzfristchart auch, also eine Kurzfristlinie mal einziehen. Die ist jetzt hier vom Januar diesen Jahres. Und dann ist das echt interessant. Die sind jetzt an diesem Januar-Downtrend, also das ist hier vom 22.01., da sind die dran. Wenn eine PayPal mal auf die Reise geht, dann machen die schnell mal, ganz gerne. Ich habe es im Chart geschaut, solche Bewegungen hier. Und die hier ging von 56 bis 68. Aber kommen wir erstmal zur Technik. Der Oszillator dreht hoch, gefällt mir gut. Das MACD dreht hoch, gefällt mir auch gut. Hier ist ein Tief, ein höheres Tief, ein höheres Tief. Und jetzt hängen sie an diesem Trend. Dieser Trend wird aber direkt verfolgt von dem oberen Band bei 60,92. Die Aktie ist im Moment in Dollar bei 59,84. Und besonders interessant wird sie über 61,86. Wenn dieser Punkt hier überboten ist, dann haben die Platz hier in diesem Bereich 67, 68. Ich kann mir vorstellen, das ist kurzfristig ein interessanter Zock. Was mir halt auch auffällt, dass jetzt auf einmal die Führer der letzten Woche, sowas wie Supermicro oder Nvidia, aber auch eine Meta, auf einmal geben die nach. Und diese dort verkauften Gelder, die müssen irgendwo rein. Und ich kann mir sehr gut Folgendes vorstellen: Eine Nike liegt recht gut. Eine BYD gefällt mir ganz gut. Und eine PayPal vor diesem Hintergrund. Also, das ist auf jeden Fall mal eine Sünde wert. Ich habe diesen Schein hier mal ausgesucht. Das ist von der UBS, das ist ein 57,19er. Der liegt hier, da, ungefähr unter dem zweiten Low. Also nicht hier drunter, sondern noch hier drunter. Und wo ist er jetzt wieder hin? Komm her. Das ist die UM1K10. Basis 57,19. Im Moment ein 19er Hebel. Also das würde ich machen mit einer normalen Position, also nichts Großartiges, auch mehr als Schnüffelstücke. Das würde ich probieren. Wer warten will, der muss auf dieses Ding hier warten, auf den Bruch von der 61,86. Aber ich nehme jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Teile, die größer sind als Schnüffelstücke. Das probiere ich mal aus. Man kann natürlich den Stop hier drunter legen, aber das finde ich ein bisschen zu vage. Ja, da muss er schon weiter weg sein, unterm Band. Und deswegen bin ich gleich also hier an diesen Punkt gegangen. Da bin ich auch unterm Band. Aber das ist durchaus mal eine Sünde wert. Kann man ausprobieren. Ich weiß, da gucken viele drauf auf PayPal, aber war wohl in den letzten Wochen auch nicht so der Bringer. Aber die haben, so wie ich das hier sehe, vor dem Hintergrund der technischen Analyse durchaus mal die Chance für ein Go von 5, 6, ja. 5, 6 Dollar können die mal machen. Der Schein steht, wo steht er momentan? Bei 30 Cent. Ich werde es ausprobieren. Und dann mal gucken, was passiert. Stop ist Knock. Ja, das sage ich gleich dazu. Aber das ist mal eine schöne Spekulation, die gefällt mir. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.